Hallo, meine Lieben. Heute gibt es eine Morgenroutine. Und zwar ist es heute eine ganz besondere Morgenroutine, denn ich dachte mir, ich drehe euch mal eine Morgenroutine, wie es für mich ist, wenn ich morgens genug Zeit habe, um mich vor der Schule noch um die Kleinen zu kümmern. Und ja, dies hier war mal ein Tag, wo ich es geschafft habe. Und ich hoffe, euch gefällt es auch mal zu sehen, wie es so vor der Schule für mich ist. Ja. Wie ihr seht, stehe ich gerade auf. Mein Wecker klingelt manchmal um 6, manchmal um 7. Es kommt auf den Tag drauf an. Und ja, heute war es um 7. Und ja, man kann sich morgens immer nicht so doll aufraffen, aufzustehen. Und ich bin da immer ganz schlimm, weil mein Bett so ultra bequem ist. Und so groß, man hat so viel Platz und alles ist so schön warm. Und ja, morgens stehe ich immer ein bisschen früher auf, so ungefähr eine Viertelstunde, damit ich eine Viertelstunde noch am Handy verbringen kann, denn ja, das ist eigentlich so mein Morgenritual, weil ich dadurch extrem wach werde. Ja, ich beantworte meistens noch Kommentare oder antworte euch auf Instagram oder auf Facebook. Ja, das mache ich halt immer in der Zeit und ich werde dadurch halt wach, weil ich, ja, das, wenn man so im Bett liegt, dann wird man einfach müde und wenn ich jetzt so aufstehen würde, das ist immer nicht so schön. Und ja, dadurch werde ich einfach wach und dann kann der Tag auch für mich schon beginnen. Nachdem ich aufgestanden bin, kommt direkt erst ein bisschen Tageslicht in den Raum. Ich mag das total. Und auch die frische Luft ist mir sehr, sehr wichtig, weshalb ich das Fenster aufmache. Und die Heizung dann auch aus, weil es bringt ja nichts, wenn ich die Heizung anhabe. Und das Fenster ist auf. Dann begrüßt mich immer schon meine Katze, die zurzeit draußen schlafen muss, weil sie mich in der Zeit einfach nicht schlafen lässt in der Nacht. Und das, deswegen muss sie draußen schlafen. Ja, nach dem Fenster öffnen und so wecke ich dann die Kleinen, die sind meistens schon wach von dem Tageslicht. Und ich sage ihnen so Hallo und kuschel die so ein bisschen. Und dann geht's auch schon ans Windelwechseln. Ja, dazu kann ich sagen, ich ziehe sie morgens nicht um, ich wickel sie nur. Ja, weil ich das gerne am Nachmittag mache. Ja, weil ich dafür einfach mehr Zeit habe, weil mir morgens auch echt die Zeit fehlt. Und ich mache es einfach gerne am Nachmittag. Da kann ich mir das richtige Outfit aussuchen und mir macht es einfach viel mehr Spaß. Und ich mag es einfach, wenn ich am Nachmittag wiederkomme von zu Hause und die Kleinen auch in ihren kleinen Schlafanzügen rumtouren und ich dann einfach sie umziehen kann. Das mag ich total gern. Deswegen wird morgens so die Windel gemacht und die Haare gekämmt meistens und dann gehen die Kleinen im Schlafanzug wieder ins Bettchen. Natürlich das Ganze auch mit der lieben Mel. Auch die bekommt jetzt eine neue Windel. Nicht wundern, warum ich die Windel bei den Kleinen nicht komplett wechsle, sondern nur richte, sage ich immer. Ja, es ist einfach für mich so, dass ich das Verschwenden finde. Und bei Jaden ist es sowieso so, dass ich seine Stoffwindel immer dran lasse, weil es einfach seine Stoffwindel ist und ich finde die so toll an ihm. Und bei Mel mache ich es halt so, dass ich die Windel einmal richtig richte und dann ist das Ganze auch schon wieder fertig. Ja, nachdem die kleinen Mäuse dann fertig sind, gibt es erstmal eine Flasche für beide. Das habe ich heute auf dem Stillkissen gemacht, weil mir das sehr gut gefallen hat, weil ich die Kamera sehr gut halten konnte so. Ja, und danach sind wir auch eigentlich schon fertig, denn für mehr habe ich morgens keine Zeit, denn auch das hier wird schon eine richtige Punktlandung, weil ich einfach morgens überhaupt keine Zeit habe. Ich muss immer morgens mit meinem Hund Gassi gehen und deswegen schaffe ich das morgens eigentlich kaum. Noch mehr mit den Kleinen zu machen. Und ich bin ganz froh, dass ich das manchmal schaffe, das überhaupt zu machen, weil es mir jetzt halt schon wichtig ist, dass ich manchmal Zeit mit denen verbringe. Und morgens, wenn man zum Beispiel schlecht gelaunt ist, finde ich, hilft das total, wenn man die Kleinen einfach mal auf den Arm nimmt und sich ein bisschen um die kümmert. Also mir persönlich hilft es total. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das morgens immer so macht, ob ihr überhaupt irgendwas mit den Kleinen macht oder ob ihr einfach dran vorbeigeht und euch selber fertig macht. Ja, mein Lieben, das war's auch schon. Dann geht's los für mich. Und ja, die Kleinen schlafen jetzt den ganzen Tag, bis ich dann wieder da bin.
Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich auf eine Bewertung freuen und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal.